Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Und Mensch, ich muss erstmal die Musik hier etwas lauter auf dem Ohr stellen, damit ich auch irgendwas höre. So, gut, jetzt nochmal willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Bevor wir jetzt irgendwas anfangen, muss ich mich hier erstmal wieder zurechtfinden. Ich habe jetzt schon wieder eine ganze Weile nicht aufgenommen und eine ganze Weile kein Minecraft mehr gespielt. Und ich glaube, es wird dunkel, darum können wir auch gleich mal im Haus bleiben. Hier oben. Genau, hier oben. Wollte ich hier was machen. Gut, jetzt werden wir aber erstmal ins Bett gehen. Zack. Und dann schauen wir mal, was wir in dieser Aufnahmesession alles machen werden. Jetzt gehen wir natürlich mal raus und schauen uns mal wieder die Gegend an. Wir können als erstes mal wieder hier unten unseren Zuckerrohr abbauen. Bam. Schön die Beine brechen. So muss das doch sein. Bam. So, Zuckerrohr. Krepier. Zack, 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 zack. Was mich immer noch frustriert, ist, dass wir immer noch keine Diamanten gefunden haben. Ich habe mir eine Kopie von der Map angelegt und habe hier mit Singleplayer-Commands ein bisschen rumgeschaut, also dass Blöcke instant weggefarmt werden. Und ja, ich habe in der Mine unten absolut keine Diamanten gefunden. Das hat mich ziemlich aufgeregt und ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich habe keine Diamanten. Ich habe auch unten geguckt in der Höhle. Haben wir auch keine Minenschächte, wo wir reingehen könnten, weil in den Kisten sind ja auch teilweise Diamanten drin. Und ja, darum ist die Höhle unten erstmal uninteressant für uns geworden. Ach komm, den Zuckerrohr packe ich jetzt mal da rein. Und was wir außerdem also das mal noch brauchen, sind neue Spitzhacken, haben wir nämlich gar keine mehr. Also machen wir uns mal 4. Bumm. Gut, einfach damit wir sie mal haben. Ein neues Schwert können wir uns auch mal basteln. Zack. So. Und dann sieht das Ganze doch schon etwas besser aus. So. Ja, und wie gesagt, da unten sind keine Minenschächte, keine Diamanten, nichts. Und darum, ja, weiß ich nicht richtig, was ich tun soll. Ich könnte natürlich mal schauen, es gibt bestimmt irgendeinen Mod, mit dem man die Diamanten findet. So ein Mod-Detektor. Würde mich auf jeden Fall nicht wundern, wenn es sowas gäbe. Aber ich habe sowas noch nicht nachgeschaut. Und ich habe mir jetzt gerade gedacht, zack, zack, zack. Wir bauen jetzt hier mal schön die Brücke hin, die wir ja schon machen wollten. Schon seit längerem. Oh, ich drücke hier die ganze Zeit Tab, weil ich so viel Skyrim gezockt habe in letzter Zeit. Und die Steuerung bin ich jetzt ziemlich gewöhnt. Und nicht mehr die Minecraft-Steuerung. Gut, ich bin nur gerade noch am Überlegen. Aber ich glaube, ich werde das Teil aus Stein bauen. Aus Cobblestones. Und da dann einfach Zäune draufpacken. Lässt sich ja alles machen. Oder ich benutze diese Stone Bricks hier. Das könnte man natürlich auch machen. Ne, komm, wir nehmen Cobblestones. Koppel! Erstmal schön hier runter. Wo haben wir sie denn? Stein! Naja, da haben wir ja mehr als genug. Warum habe ich jetzt schon wieder Zuckerrohr da dabei? Will ich doch gar nicht. So.
Nehmen wir mal das mit, das dürfte eigentlich reichen. Reichen. So. Und dann schauen wir doch mal, wie wir das Ganze basteln. Möglichst ohne uns nochmal die Beine zu brechen. Weil das ist ja doch nicht so ganz gesund. Einfach eine Brücke, damit wir da nicht ständig rüberschwimmen müssen. Weil über eine Brücke rennen geht doch schneller. So, dann fangen wir erstmal hier nach. Das war natürlich... Wo kommt dann da das Zeug hin? Habe ich das nicht aufgesammelt? Fail, Bob! So. Gut, machen wir sie schön breit. Okay, dann... würde ich mal sagen, machen wir hier mal so. Und dann... so. Zack. Damit wir hier erstmal ein Stück hochkommen. Muss ja sein. Zack, zack, zack. Mir fällt gerade ein, dass wir das letzte Mal Schafe gesucht haben. Sind hier irgendwie immer noch keine aufgetaucht? Ich glaube, die haben einfach nur Schiss. Weil sie genau wissen, dass ihnen das, die Wolle abgezogen wird. Schön von der Haut. Und da haben die eben... konzentrier dich aufs Bauen, Mensch! Ich würde ja doch bis ganz hoch gehen. So. Erstmal schöne Brücke hierhin basteln. Und mal schauen, wie das dann zum Schluss aussieht und wie ich das an der Seite mache. Ich bin mal überlegen, ob wir hier immer so versetzt einen Stein hinmachen und einen Zaun, immer abwechselnd. Sieht bestimmt auch ganz nett aus. Aber mal schauen. Bum, 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 bum. So. Gut, dann werden wir erstmal auf der anderen Seite auch hier den Start auf die Brücke bauen. Hopp. Knacks. Einfach, damit wir das mal gemacht haben. Und damit wir einen Ausgangspunkt haben. Wie weit wir gehen können. So, ich glaube, von der Breite her stimmt es. Ja. Ach ja, ich liebe diese Musik. Muss ich doch direkt mal am Kopfhörer hier ein bisschen lauter drehen. Ja, so ist schon besser. So, dann gehen wir doch hier genauso wieder hoch. Wie schon da vorne. So. Gut, die können dann mal weg. So. Hohohoho. Passt hier eine Steinbrücke hin? Ja, doch. Kann man lassen. Kann man so lassen. Da fehlt doch was. So. Und ich bin gerade am Überlegen, ob man solche... solche Stufen auch aus Cobblestone machen kann. Bin ich mir gerade gar nicht so sicher. Können wir aber da natürlich mal schauen. Aber wir können ja auch die ganz normalen Treppen hinbauen. Die sind ja aus Cobble. Und dann sieht das schon einheitlich aus. Ja, so machen wir es. Wir müssen eh so Treppen hin, fällt mir gerade ein. Weil wir sonst das Ganze ja etwas breiter bauen müssten. Also länger. Aber jetzt kommt erstmal das hier. Ach ja. Heute ist übrigens der 26. Dezember.
Weihnachtszeit neigt sich dem Ende zu. Uah, was war das denn? Und, oh, ich habe so viel gegessen die letzten Tage. Das ist unglaublich. Also was Essen angeht, ist die Weihnachtszeit echt heftig. Da wird man da zur Familie zum Essen eingeladen. Und da wird man eingeladen. Dann geht man dort essen. Ach, und dann bestellt man sich zur Feier des Tages da noch was. Und holt sich da noch was. Oh. Oh. Ist schlimm. Aber auch echt köstlich. Meistens jedenfalls. Wenn das Essen jemand gemacht hat, der kochen kann. Ich bin ja immer noch der Meinung, dass jeder kochen kann, wenn er sich Mühe gibt. Na. Und dass die meisten Leute, die sagen, ich kann nichts kochen, meistens die faulen Leute sind, die eigentlich zu faul sind, sich was zu kochen. Ah. Weil, wenn sie es wollten, dann würden sie es auch können. So. So, da habt ihr's. Und es wird schon wieder Nacht. Das kann doch nicht wahr sein. Ich mach das jetzt einfach mal so, wie ich gesagt habe. Und das möglichst bevor die ganzen Viecher hier spawnen. Oh, komm schon. Gibt's auch nicht. Ich glaube, ich mach das so. Bam. 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 Unsymmetrisch. Nein. Nein. Ah, das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Leute! Unsymmetrisch! Gut. Jetzt haben wir mal das Ei ein, gehen hoch und dann machen wir das. Machen wir den Aufstieg hier noch eins länger. Oder eins kürzer, besser gesagt. Und hier bin ich auch übrigens auch noch am Überlegen, ob wir hier nicht auch so einen Steinweg machen. Weil man ja aus Gravel nicht solche Stufen machen kann. Und wir hier immer mühsam hochspringen müssen. Oh mein Gott, ich hab dich genau gesehen, du. Du Ratte! Du Ratte! Oh mein Gott! Nein! Dieses verdammte Dreckschwein. Gut, erstmal ins Bett, bevor da noch einer kommt. Boah, das gibt's doch nicht. Erstmal was essen. Na, erstmal was essen. Nom 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 nom. Boah, toll. Mein schöner Vorgarten. Wo ist der ganze Gravel jetzt schon wieder? Oh, wie ich das hasse. Hab ich hier noch? Nein, natürlich nicht. Hab ich hier noch? Nein, natürlich nicht. Mann. Verdammte Creeper. Verdammtes Pack. Voll das Loch hier reingesprengt. Gibt's doch nicht. Das darf nicht wahr sein. Komm, hier war einer, hier war einer.